Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Jetzt wird es mal nicht um den Neko gehen und auch nicht um meinen Hund, sondern um was ganz anderes. Indirekt geht es natürlich auch um Tiere und vor allem um die Umwelt, aber ich erkläre es euch jetzt einfach mal. Also worum es jetzt gehen wird, ist eine Aktion. Ich glaube, es ist im Moment noch ein Startup. Und zwar geht es darum, dass dieses Startup Müll aus dem Meer holt. Was wir Menschen Tag für Tag und Tonnen für Tonnen ins Meer kippen. Und wer vielleicht auf Netflix die Serie Seaspicy oder so heißt sie, glaube ich. Oh Gott, ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Aber ich schreibe es euch nochmal unten in die Infobox. Wer die Serie gesehen hat, hat vielleicht gesehen, wie schlimm unser Meer eigentlich mittlerweile aussieht. Und es hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, jetzt dieses Video zu machen. Und ich tue schon länger was dafür, dass es halt nicht mehr so schlimm ist. Oder ich versuche auch schon länger auf mich selbst zu achten, dass ich was dafür tue, dass es nicht mehr so wird oder nicht mehr so ist. Aber ja, ich dachte mir, es wird jetzt auch mal Zeit, dass ich vielleicht jetzt auch mal meine 2000 Abonnenten dazu nötige, sich mein Video anzuschauen und vielleicht, dass ich so ein bisschen was Gutes damit machen kann. Und wenn ich schon 3 Leute dazu überzeuge, diese Aktion zu unterstützen, dann war es mir das Video auf jeden Fall wert. Also, die Firma heißt Ocean Matter und Ocean Matter sammelt, wie schon gesagt, Tag für Tag tausende Kilogramm Plastikmüll aus dem Meer. Und nicht nur das, denn sie kümmern sich nicht nur darum, dass Müll aus dem Meer gesammelt wird, sondern auch, dass es den Tieren wieder einigermaßen gut geht im Meer. Unter anderem gibt es Meeresschildkröten, die vom Aussterben bedroht sind. Und diese Meeresschildkröten versucht Ocean Matter wieder zu vermehren und wieder ins Meer zu bringen. Außerdem, seit kurzem haben sie jetzt auch eine Auffangstation für verletzte Delfine, peppeln diese wieder auf und lassen sie ins Meer frei. Also im Allgemeinen macht diese Firma, sage ich jetzt einfach mal, diese Marke, macht ziemlich viel und wird halt immer größer und dadurch können sie auch immer mehr dann natürlich tun. Und an uns liegt es, dass wir das unterstützen. Und zwar macht Ocean Matter Handyhüllen. Handyhüllen, die für unsere Ökonomie sehr gut sind, die nicht schädlich für die Umwelt sind und die natürlich auch so hergestellt werden, dass sie unserer Umwelt nicht schaden. Ich habe selbst schon seit über einem halben Jahr eine Handyhülle von denen. Und zwar ist das diese hier. Ihr seht, hier hinten ist so eine Schildkröte drauf und hier unten steht Ocean Matter. Das sieht man jetzt nicht mehr so gut. Die Handyhülle ist natürlich auch schon mega gebraucht und die war mit dem Stall, also die muss echt einiges aushalten. Was sie aber auch tut, also sie schützt mein Handy wirklich sehr gut und ja, man sieht vielleicht so ganz kleine Partikel auf der Handyhülle hier und das ist einfach, weil sie nicht aus normalen Plastik ist und ja, deswegen halt eben so sinnvoll ist. Also, wenn ihr eine Handyhülle sucht, die vielleicht nicht aus Plastik ist und nur noch mehr Plastikmüll macht, der dann hinterher ins Meer gelangt, dann ist es eine gute Option. Und ich habe mir jetzt wieder was von Ocean Matter bestellt, aber weil meine Handyhülle total abgeranzt ist und ich einfach eine neue brauchte. Und ja, bei sowas gebe ich einfach gerne Geld aus und da tut es mir auch nicht weh, wenn es mal 1-2 Euro mehr kostet, weil ich ganz genau weiß, dass ich damit auch noch was Gutes tue. Ich zeige euch einfach mal, mein Paket ist nämlich angekommen und natürlich habe ich schon reingeguckt, aber ich packe es jetzt gerade nochmal mit euch zusammen aus. Also, die Handyhülle ist diesmal, wie schon die Verpackung verrät, blau und es ist auch keine Schildkröten-Handyhülle, womit ich eine Schildkrötenpartnerschaft sozusagen auch gekauft habe und auch mit dieser Handyhülle, also ein bisschen Geld von der Handyhülle geht in das Einsammeln von Plastik und der andere Teil geht halt in die Schildkröten, die wieder ausgewildert werden und damit die Artenvielfalt wieder stabilisiert wird. Und diesmal ist es eine blaue und ich hole sie gerade mal für euch raus, dann seht ihr sie auch mal. Und zwar ist da hinten ein Delfin drauf und ja, diese Handyhülle unterstützt die neue Auffangstation von Ocean Matter für die Delfine und damit habt ihr sozusagen einen Delfin bezahlt, der wieder aufgepäppelt wurde und wieder ins Meer freigelassen wird. Das Problem ist nur, als ich die ausgepackt habe, weil ich habe es mir ja schon im Vorhinein angeschaut, ist mir aufgefallen, dass es einfach
nicht für mein Handy die Hülle ist. Es sah so aus wegen dem Viereck, aber ich habe auch irgendwie nicht richtig drauf geguckt und dann ist mir halt aufgefallen, dass es die Handyhülle ist für das 12er, das kleine. Ist halt das Bild gelaufen, zurückschicken werde ich sie nicht. Ich werde euch am Ende noch verraten, warum ich sie behalten werde, denn es wird euch auch was angehen. Gewinnspiel. Aber ich habe nicht nur die Handyhülle gekauft, sondern auch noch etwas anderes. Und zwar ist es ein T-Shirt. Denn seit kurzem macht Ocean Matter auch T-Shirts. Hier steht drauf Wave of Change. Dieses T-Shirt ist natürlich auch wieder umweltschonend hergestellt worden. Und auch wenn ihr es irgendwann entsorgt, dann belastet es nicht so sehr die Umwelt wie die Textilien, die wir sonst immer so anhaben. Und Ocean Matter achtet natürlich auch darauf, dass immer die Etiketten aus recyceltem Papier sind und dass man möglichst viel ohne Plastik, also eigentlich komplett ohne Plastik arbeitet. Das war noch nicht mal in Plastik eingepackt, der Karton, da ist gar kein Plastik drin, gar nichts. Also das finde ich auch schon echt gut, weil es wäre ja kontraproduktiv, das dann wieder alles in Plastik einzuwickeln. Das T-Shirt habe ich mir nicht nur bestellt, weil das wieder hilft, Plastikmüll aus dem Meer zu holen, sondern einfach auch, weil es cool aussieht irgendwie. Also hätte es irgendwie im H&M gehangen oder so, hätte ich es mir wahrscheinlich auch gekauft, weil es einfach cool aussieht, da oben eine Wave of Change draufsteht und einfach so ein Basic-Shirt, die ich im Moment eigentlich ziemlich gerne trage. Und ja, wie gesagt, es fühlt sich einfach gut an, damit nur was Gutes getan zu haben. Und ich möchte euch jetzt nicht dazu zwingen, auch dazu bestellen oder da mitzumachen oder was auch immer. Aber ich denke, es ist gerade in diesen Zeiten immer ganz wichtig, auch mal zweimal darüber nachzudenken, was wir uns kaufen oder ob es jetzt sinnvoll ist, dass wir uns das kaufen oder nicht. Und halt zu einem anderen Thema. Ich bin jetzt schon seit ein paar Monaten so, dass ich vegetarisch esse. Und seit kurzem achte ich auch so ein bisschen darauf, nicht mehr so viele Tierprodukte zu benutzen, also Eier oder Milch. Ich benutze halt Mandelmilch oder so. Und ja, ich mache das halt alles mit dem Veganen, jetzt gar nicht so straight. Also wenn ich dann halt mal normale Milch trinke, ist es so. Aber ich versuche es halt zu reduzieren. Aber Fleisch lasse ich halt komplett weg. Und das ist halt auch so eine Sache. Dazu gibt es auch eine Dokumentation auf Netflix. Könnt ihr euch gerne alles reinziehen, wenn ihr das wollt. Und ja, das hat einfach meine Sichtweise komplett geändert. Und deswegen habe ich auch mich geändert. Denn natürlich ist auch der Fleischverbrauch von uns Menschen nicht ganz normal und sehr, sehr überdurchschnittlich. Und ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand Fleisch isst oder was auch immer. Jeder soll das für sich selbst entscheiden. Ich habe eine lange Zeit auch sehr viel Fleisch sogar gegessen und sehr gerne. Und ich muss es auch für mich irgendwann dann herausfinden. Da bei mir selbst muss es Klick machen, bis ich mir gedacht habe, okay, ich muss was ändern. Auch jetzt, was das mit dem Plastik angeht. Also ja, wenn dieses Video einfach nur bewirkt, dass ihr mal kurz darüber nachgedacht habt, dann war es mir das schon wert. Und ja, wie gesagt, ihr könnt euch ja mal mit dem Thema beschäftigen. Ihr könnt gerne mal auf Ocean Matter einfach draufklicken. Ich verlinke euch natürlich auch wieder die Seite von denen hier unten in der Infobox. Mein Instagram-Namen verlinke ich euch auch in der Infobox. Und da könnt ihr mir gerne schreiben, mehr Fragen dazu stellen, wie das alles aussieht. Oder falls ihr noch Fragen habt, wie ich so mein Leben dazu umgestellt habe. Egal ob Plastik, Fleisch oder generell Tierprodukte. Haut einfach raus, ich beantworte meistens alles. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zum interessanten Teil für euch, denn wir sind 2000 Abonnenten auf diesem Kanal und es gibt mal wieder was zu gewinnen. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich diese Hülle nicht zurückschicken werde, denn ich habe mir gedacht, okay, gut, jetzt habe ich sie falsch bestellt, jetzt bleibt sie halt auch und ich bestelle für mein Handy einfach nochmal eine neue Delfinhülle. Und ich habe schon gesagt, das ist fürs 12er, die Delfinhülle, und die werde ich verlosen. Aber ich habe mir gedacht, ich verlose einfach noch eine Zweithülle, die ich dann noch bestelle. Wenn ihr einen 12er habt und ihr hättet Bock, diese Hülle zu gewinnen, dann sind die Bedingungen ganz einfach. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren, das Video liken, in den Kommentaren kommentieren, egal was, ganz egal, wirklich, und mir auf Instagram folgen. Und wenn ihr die Bedingungen erfüllt, das schaue ich dann natürlich nach, bevor ich das auslose, dann seid ihr natürlich im Lostopf drin. Und ja, Leute, es zählt nur ein Kommentar. Also wenn ihr mehr Kommentare schreibt, das bringt nichts. Also bitte immer nur einmal. Das erleichtert mir die Arbeit und es ist auch generell einfach unnötig. Und das Zweite ist, wenn ihr vielleicht jetzt kein 12er habt, dann macht ihr einfach genau die gleichen Bedingungen. Aber ihr schreibt in die Kommentare,
welches Handy ihr habt. Das gilt übrigens nur für iPhone leider, weil Ocean Matter macht im Moment nur iPhone-Hüllen. Die haben leider noch keine Samsung-Hüllen oder Huawei, glaube ich. Müsste ich nochmal nachschauen. Und dann schreibt ihr mir einfach in die Kommentare, was ihr für ein Handy habt. Und dann werde ich schauen, dass ich die Delfin-Hülle nochmal für das ausgeloste Handy dann bekomme. Also einmal wird der Platz ausgelost für diese Handyhülle und dann lose ich nochmal einen Platz aus für dann irgendeine andere Handyhülle. Und das wird dann auch die Delfin Edition sein. Ich sage euch nur schon mal vorab, das Gewinnspiel bezahle ich selber. Nicht, dass ihr denkt, Ocean Matter stellt mir das oder sonst irgendwas. Die Hüllen bezahle ich selber, ich kaufe das alles selbst. Und auch dieses Video führe ich gerade in Eigenregie. Und habe selbst entschlossen, dass ich das mache und wurde nicht darauf angeschrieben oder bekomme irgendwas dafür oder sonst irgendwas. Dafür ist der YouTube-Kanal auch noch viel zu klein. Das mache ich halt alles einfach, weil ich Bock darauf hatte. Also Leute, wie gesagt, ich zähle euch gerade nochmal die Bedingungen auf. Einmal den Kanal abonnieren, dieses Video liken, unter dem Video kommentieren und auf Instagram abonnieren. Und falls ihr kein 12er habt, dann bitte noch in die Kommentare schreiben, welches Handy ihr habt. Wenn ihr in die Kommentare keinen Kommentar dazu schreibt, welches Handy ihr habt, sondern einfach nur irgendwas, dann gehe ich davon aus, dass ihr das 12er habt. Dann werdet ihr nämlich in den Lostopf kommen für die Handyhülle, die ich schon bestellt habe. Also achtet ein bisschen darauf. Und wenn ihr ein 12er habt, dann könnt ihr es meinetwegen in die Kommentare schreiben, dann weiß ich ja Bescheid. Ach ja, und bevor ich es vergesse, das Gewinnspiel geht 2 Wochen. Also ihr habt 2 Wochen Zeit, diese Bedingungen zu erfüllen. Und ja, ich dachte mir, ich lasse euch mal ein bisschen mehr Zeit, weil bei den letzten 2 Gewinnspielen kamen ein paar Wochen danach immer noch Anfragen dafür, weil die das Video erst so spät gesehen haben. Und deswegen dachte ich mir, ja, sind 2 Wochen diesmal in Ordnung. Dann würde ich aber auch sagen, genug gequatscht jetzt hier. Das war's mit dem Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vor allen Dingen schön, dass ihr zugehört habt und vielleicht auch drüber nachdenkt. Wie gesagt, stellt gerne Fragen und ansonsten bis zum nächsten Mal.